Die Jungfrau Maria ruft zu einem Tag des Gebets und des Fastens auf, zur Vorbereitung auf die Warnung. Montag, 30. Januar 2012, 13 Uhr. Diese Botschaft wurde von Maria der göttlichen Barmherzigkeit nach zwei getrennten Erscheinungen der Jungfrau Maria gegeben, eine, die um Mitternacht am 29. Januar 2012 stattfand, und die zweite, die um 13 Uhr, 14 Uhr MEZ, am Montag, dem 30. Januar 2012 stattfand, während welcher die jungfräuliche Mutter durchgehend sehr sorgenvoll erschien. Mein Kind, obwohl mein Sohn jetzt kommt, um die ganze Welt mit seinen Strahlen der Barmherzigkeit zu bedecken, muss ich euch schweren Herzens sagen, dass viele Menschen während der Warnung sterben werden. Bittet, betet, betet für ihre Seelen. Du, mein Kind, musst alle Anhänger dieser göttlichen Botschaften bitten, morgen, Dienstag, den 31. Januar 2012, als einen besonderen Tag des Gebets zur Verfügung zu stellen. An diesem Tag müsst ihr den sehr heiligen Rosenkranz und den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Wo es möglich ist, sollte jeder während dieses Tages versuchen zu fasten. Auf diese Weise können mehr Seelen, besonders diejenigen, die sich zur Zeit des Todes in der Todsünde befinden, durch die Barmherzigkeit meines geliebten Sohnes Jesus Christus gerettet werden. Ich weine Tränen des Kummers um jene armen Menschen, die keine Ahnung haben, wie viel Schmerz und Leid ihre Sünden meinem Sohn verursachen. Die Freude des Geschenks, das mein Sohn jetzt der Welt bringt, hat einen Beigeschmack von Traurigkeit wegen jener, die aufgrund ihrer eigenen Entscheidung nicht gerettet werden können. Die Lücken, welche durch dunkle Seelen überall auf der Welt sprießen und sich ausbreiten werden, nachdem die Warnung stattgefunden hat, müssen durch eure Gebete aufgehalten werden. Bittet, dass niemand die göttliche Barmherzigkeit meines Sohnes während oder nach der Warnung ablehnt. Denn jede Seele, welche auf solche Lügen reinfällt, ist eine Seele, die vom Teufel in Besitz genommen wird. Breitet überall Bekehrung aus, Kinder. Akzeptiert, dass ich die Miterlöserin und Mittlerin bin, die eng mit meinem geliebten Sohn Jesus Christus zusammenarbeitet, um alle Seelen vor dem ewigen Ruin zu retten. Meine Liebe zu euch, Kinder, ist sehr stark. Ich flehe für jede Seele jede Sekunde des Tages um Barmherzigkeit, indem ich meinen Vater um Milde bitte. Aber, Kinder, ihr müsst helfen, indem ihr euch mit mir im Gebet und im Opfer vereint, um allen Kindern Gottes zu helfen, in die Tore des neuen Paradieses einzugehen. Eure himmlische Mutter, Mutter der Erlösung.